70 Tage, 70 Videos, immer um 17 Uhr. Das ist mein 70.000 Abonnenten Special an euch da draußen. Und heute Aprilia RSV4 1100. Das und mehr nach dem Intro. Bei der Aprilia schaut so aus, sie ist die zweitstärkste mit. 2020! Das ist euer Schwede! Rausfahren auf der Geraden, Gas geben, haben wir gedacht, naja, marschiert gut, aber ja, okay, geht halt, ja. Aber dann. Bremsen ist ein eigenes Thema bei uns immer zu Hause hier am Red Bull Ring. Auch heute bei diesen Temperaturen. Das ist Aprilia RSV4. Der Todfisch hat mir schon so getaugt. Jetzt bin ich gespannt, wie die RSV4 ist. Auf jeden Fall ist der Kniewinkel anders. Der Kniewinkel schreckt mich jetzt gerade so ein bisschen. Leichte Überforderung macht sich in meinem Kopf langsam breit bei diesen ganzen Mördergeräten. Man braucht immer so ein bisschen Zeit, bis man warm wird mit seinem Motorrad. Aber es ist eigentlich alles im grünen Bereich, erstaunlicherweise bei mir. Als hätte ich gedacht, dass ich mir schwerer tue, diese Supersportler zu handeln. Es funktioniert einigermaßen gut. Man kann sie auch ordentlich bewegen. Aber die Aprilia, da muss ich sagen, jetzt am schwierigsten vom Kniewinkel her aktuell. Und ehrlich gesagt, mit meiner 1,80, 1,83 bin ich noch nicht so ganz glücklich damit. Also die Beschleunigung von ihr ist ein Wahnsinn. Aber das ist. Ein irres Gerät, ein irres Gerät. Bist du deppert? Bist du deppert? Das fordert meine letzte Kraftreserven raus aus mir an dem heutigen Tag. Ein Wahnsinn. Das kann ich gar nicht mehr ausfahren. Selbst hier auf der Rennstrecke keine Chance, das für mich als Anfänger auszufahren. Noch mehr Leistung. Das ist irre. Das ist echt ein Wahnsinnsgerät. Also, was mir definitiv taugt, ist, wie ich meine Füße hier reinzwicken kann. Das funktioniert besonders gut. Ich habe wirklich einen guten Halt hier in hier. Und jetzt können wir uns hier auch in die Kurve wieder reinlassen. Also eins muss ich sagen, bei der Aprilia habe ich ein bisschen das Verständnisproblem. Wir kommunizieren noch nicht richtig. Das liegt sicher daran, dass wir erst ein paar Runden mit ihr unterwegs sind. Wenn man mehr Runden fährt, wird das besser werden. Aber es war einfach bei den anderen sofort da, dieses Urvertrauen, das Motorrad. Auch bei 200 km/h war das, wie sagt man so schön, kein Problem. Und bei ihr ist es halt doch noch ein bisschen anders. Ich habe noch nicht so das ganze Vertrauen in sie. Liegt vielleicht daran, dass sie einfach so dermaßen andrückt, dass du einfach nur noch. Dermaßen arg. 200 km/h ist hier am Red Bull Ring einfach gar nichts. So. Die Kurve haben wir mittlerweile auch schon angefangen, sehr spät zu bremsen, obwohl man es eigentlich, sagen wir so, die engste Kurve ist. Und hier auf der Geraden, auf der langen, es ist wirklich, ich schwör's euch, das ist eins der Dinge, die man im Leben einmal gemacht haben sollte. Einmal richtig schnell, legal unterwegs zu sein. Hier am Red Bull Ring ist das möglich. Mega! Jetzt habe ich die Kurve schön erwischt und beschleunige wieder raus. Zweite, dritte, Vollschub, 200, 220. Was ich, glaube ich, immer wieder dazu sagen muss, ich bin rennstreckenunerfahrenster Mensch auf dieser Welt. Eigentlich in meinem Leben erst einen richtigen Trackday gehabt. Und deshalb verzeiht mir, wenn nicht alles sitzt. Ich gebe mein Bestes und möchte mich natürlich hier an dieser Stelle auch definitiv noch verbessern und werde mich auch noch verbessern, weil das einfach sowas ist, was ich extrem gerne mache und einfach auch extrem viel Freude bringt. 100 Meter noch zum Bremsen. Wir bremsen wieder rein. Ich fange ungefähr immer zu 200 Meter an zu bremsen, weil ich mir immer dann sicher sein kann, dass ich den Bremspunkt nicht verpasse. Ich muss mich eben beim Sprechen auf so viele Dinge konzentrieren, dass ich mich jetzt nicht auf meine Linie konzentrieren kann. Aber ich kann hier auf der Startzielbahn nochmal ordentlich alles geben. Nochmal runterziehen und nochmal. Und wieder in die Eisen mit mir. Das ist wichtig. Nämlich schön safe hier fahren heute. Die Motorräder austoben lassen. Ich werde mich austoben und werde einfach diesen Tag niemals mein Leben wieder vergessen.
Die Aprilia RS V4 war für mich die schwer zugänglichste Maschine für mich als Einsteiger. Doch für die Experten, glaube ich, denen hat es recht gut gefallen und ich hätte gesagt, auch die lassen mir jetzt mal zu Wort kommen. Also wie kann ich mich bewegen auf der Aprilia RS V4? In erster Linie habe ich mich, obwohl es das erste Motorrad für mich war, relativ wohl gefühlt. Sitzbandel, was sehr wichtig ist für uns Rennfahrer, hat einen guten Grip am Lederbandel, das heißt, du rutscht in der Kurve nicht runter. Das ist extrem ausschlaggebend, dass du halt eben auch einen Halt findest und keine Bewegung in der Kurve selber hast. Sonst kann man sagen, Geometrie selber sehr offen, eigentlich groß gebaut, untypisch für eine Italienerin, sage ich einmal. Aber ich muss sagen, vom ersten Gefühl, drei Runden fahren natürlich auf Vollgas, jetzt ist natürlich nicht viel, ja. Aber das erste Feedback war sehr ausgewogen, sehr schön zu bestimmen einfach, ja? Was passiert am Motorrad. Bei der Elektronik ist es so, wir haben ja eigentlich Traktionskontrolle und Wheelie-Kontrolle komplett aufgenommen. Ja? Was aufgefallen ist beim ersten Motorrad gleich, der Fußbremshebel war sehr tief unten. Und normal ist so, wenn du alles ausschaltest und mit Wheelspin dann aus der ersten Ecke rauskommst, dann neigen die Motorräder in die tiefen Gänge mit so einer Wheelie-Neigung. Ja? Da steht man normal auf der Fußbremse oben, aber weil der Fußbremshebel weit unten war, war das natürlich ein bisschen ein Schaß. Ja? Und dadurch kriegst du natürlich dann, wenn das Gas zudrehen muss, Bewegung ins Motorrad, wollen wir eigentlich nicht haben. Aber okay, das kann man ja leicht einstellen, aber generell kein Problem, alles gut. Wie war der Motor? Für mich war das sehr, ich sage es jetzt ganz offen und ehrlich, ja? Es war am Anfang natürlich ohne Referenz zu haben, ja? Weil wir haben jetzt eine lange Winterpause, eine lange Corona-Pause gehabt. Ja? Rausfahren auf der Geraden, Gas geben, haben wir gedacht, naja, marschiert gut, aber ja, okay, geht halt, ja. Aber dann, im Verhältnis zu den anderen 1000er Bikes, war es interessant, weil ja, die hat Leistung. Also die hat wirklich Leistung und war vor allem smooth in der Gasannahme unten aus dem Keller raus und quasi über den ganzen Drehzahlband schön zu dosieren. Also geil, geiler Motor. Fahrwerk sehr ausgewogen, eher auf der softeren Seite. Was bedeutet, die Kurvengeschwindigkeit mit dem Motorrad übers Vorderrad beim Reinfahren war sehr angenehm, sehr smooth, aber die Bremse war ein Problem für mich schon. War eigentlich von diesen drei Superbikes die einzige, die was wirklich nach zwei bis drei Runden, was wir voll gefahren sind, weich geworden ist. Also die ist wirklich weich geworden und wir haben dann früher bremsen müssen. Sehr ausgewogenes Motorrad, sehr schönes Motorrad. Du hockst also auch große europäische Person sehr offen in dem Motorrad drinnen, was nicht typisch ist. Ja, weil früher war das ja alles sehr klein und tiny. Und jetzt ist es wirklich, du kannst dich gut bewegen, obwohl noch alles serienmäßig ist. Also gutes Motorrad, sehr, sehr gut. Positiv. Sie ist sehr ausgewogen. Negativ Bremse. Also die Bremse ist aber, glaube ich, man muss fair sein. Ja? Wenn du mit der Bremse arbeitest, entlüften tust, ja? Weil die Komponenten, glaube ich, sind die gleichen wie bei der Ducati und da war es kein Problem, kriegt man das hin. Ja? Aprilia, muss man wirklich sagen, die Gene aus der Superbike WM. Und für mich als ehemaliger Rennfahrer fühlt man sich sofort zu Hause. Die Ergonomie, also was ich gewohnt bin aus der Superbike WM. Motor ist eigentlich immer ein sehr interessant, dieser V4 eigentlich. Sehr kraftvoll. Diese Drehfreudigkeit, vielleicht vermisse ich ein bisschen was. Also die neue Generation der neuen Motoren sind drehfreudiger. Aber es ist ein leicht fahrbarer Motor, der sehr gut am Gas hängt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme wirklich damals aus der alten Zeit ohne Elektronik. Wir haben es ausgeschalten. Gibt mir sehr viel Feedback und das bin ich einfach seit 25 Jahren gewohnt. Also für mich ist es eher ein bisschen umzudenken. Und für meinen Fahrstil behindert es mich. Du merkst, die Gene sind von der Superbike WM. Deswegen, wenn man auf das Motorrad draufsteht, von der Sitzposition, das ganze Feedback, also sehr rennstreckentauglich. Also, Bremsen ist ein eigenes Thema bei uns immer zu Hause hier am Red Bull Ring. Auch heute bei diesen Temperaturen reicht, aber wenn man es wirklich, wir Profis, richtig zum Glühen bringen, dann ist die Sache nach 5-6 Runden vorbei. Man bekommt sehr viel Feedback sofort, man fährt raus, man fühlt sich sofort wohl. Und man kommt auch von relativ hohen Levels sofort, also von der Geschwindigkeit, auch glaube ich von der Rundenzeit. Also man kann sich relativ rasch aufs Motorrad einstellen. Aprilia RS V4 1100 Factory, ein Mordsgerät und ich habe die wichtigsten technischen Daten für euch zusammengesucht. Der Motor ist ein 65 Grad V4 Zylinder, der Hubraum ist 1077 Kubik, das Motorrad hat eine Bohrung von 81 mm, der Hub ist 52,3 mm. Das Motorrad hat eine Leistung von 217 PS bei 13.200 Umdrehungen. Das Drehmoment hier ist 122 Newtonmeter bei 11.000 Umdrehungen. Der Rahmen von dem Motorrad ist ein Alu-Brückenrahmen. Der Lenkungsdämpfer ist hier von Öhlins und elektronisch einstellbar. Die Vorderradaufhängung ist ein Öhlins NX 43 mm elektronisch verstellbares Fahrwerk. Hinten haben wir eine Aluschwinge und ein Öhlins Federbein. Der Radstand hier ist
1435 mm und der Lenkkopfwinkel sind 65,5 Grad. Nachlauf bei dem Motorrad ist 103,8 mm. Die Bremse vorne ist eine Brembo Stylema 330 mm und hinten eine 220 mm. Der Topspeed laut Hersteller ist 305 km/h und der Preis in Österreich ist 30.990 Euro. Das Motorrad hat auch wieder einige Assistenzsysteme. Wir haben drei Fahrmodi: TEC, LC, FLC, RLM, Bosch 9.1, MP, Kurven-ABS, Quickshifter und Motorschleppregelung. Special Feature ist definitiv der Lenkkopfwinkel, der Nachlauf und Schwingendrehpunkt und Motorhöhe ist verstellbar. Winglets, Agrapovic-Auspuffanlage, was sonst? Also Freunde, nun ist der Moment der Wahrheit gekommen. Alle drei Motorräder wurden auf den Leistungsprüfstand bei Martin Bauer gestellt. Wenn ihr die Leistungsdaten der anderen Motorräder euch interessieren, dann klickt einfach auf Easy, dann kommt ihr zum gesamten Video. Und ich hätte gesagt, los geht's mit der Leistung der Aprilia. Wichtig vorab noch, auf diese Leistungsdaten, die ich euch jetzt sage, müssen 5-8% dazugerechnet werden, weil diese Leistung und Drehmoment sind am Hinterrad gemessen. Für die Motorleistung bzw. Drehmoment müssen 5-8% hinzugerechnet werden. Bei der Aprilia schaut so aus, sie ist die zweitstärkste mit 203,2 gemessenen PS. Beim Drehmoment, nicht vergessen, hier müssen nochmal 5-8% draufgerechnet werden, haben wir 118,9 Newtonmeter. Sie ist somit das Drehmoment-Biest in dieser Runde von allen Platz Nummer 1. Also ihr merkt schon, die Aprilia hat den zweiten Platz in der Leistung und den ersten Platz im Drehmoment. Irre, dieses Teil. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst auf keinen Fall, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!